Beethoven, gehört er eigentlich der Welt? Wenn ja, dann dürfte ein deutscher Beethoven-Fan eigentlich die Welt doch fragen, was hat die Welt Beethoven zu danken? Was ist sie ihm schuldig geblieben? Oder was hat die Welt an Beethoven Schlimmes getan? Metzger, gibt es so etwas wie einen missbrauchten Beethoven? Oh ja. Kabelland gehört zu den sehr häufigen Dirigenten, die das Orchester dirigieren und nicht die Partitur. Maurice Kabel, wenn wir jetzt nicht in Köln oder Bonn oder wo auch immer im Beethoven-Raum gesessen, sondern in Buenos Aires, wir gingen auf die Straße, kennen von 10 Leuten mehr Leute Beethoven oder mehr Leute Kabel? Na, selbstverständlich Beethoven. Hat immer ein Schild getragen an der linken Westentasche. An der linken. Und da stand drauf Made in Germany. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es eigentlich als Südamerikaner sehr gut beobachten können, dass die Liebe zu Deutschland oder die unglückliche Missliebe zu Deutschland sich immer in der Liebe zu deutschen Musik hat, niedergeschlagen. Das bedeutet, wie oft deutsche Musik während des Krieges gespielt ist, hängt damit mit der politischen Situation. Und es ist nicht zu vergessen, dass Fritz Busch, Erich Kahn, die deutschen Dirigenten in Argentinien sehr tätig waren. Und man machte deutsche Musik eben als politische Situation. Im Metzger heißt das, dass ein Künstler, wenn er groß ist. Heute zum Thema: Wird Beethoven missbraucht? Teilnehmer waren der Argentinier Maurizio Kagel, der Österreicher Otto Tomek, der Schweizer Viktor Staub, der Spanier José Montes, der Deutsche Heinz-Klaus Metzger und Bernhard Höfer als Gastgeber. Thank you.
Thank you.
Besetzt, Brot, Bamsterdam, Rotterdam, Brause, Bimmel van Bammel, Rudolf, Backe, Be George,
Waschenbecher, Bemmet van Bemmet, Bier van Schnaps, Bewahr uns, Brot van Brause, Bevorhang, Pfzwirn, Birne van Appel, Bär, Bandre, Beuys van Butter, Benebel, Basel am Brein, Stefan, Psoffi, Profi, Binse, Bleib, Braun, Bitter, Beiter, Beißer, Bebart, Bratkartoffel, Blampe van Strom, Blampe van Gas, Blampe van Petroleum, 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 Petroleum. Thank you.
Genauso wie es auch bei der Blindheit ist, es ist immer nicht völlige Dunkelheit. Es sind oft ganz eigenartige Farbtöne vor den Augen. Schwarz, grau, weiß. La sonate opus 81, aux trois mouvements de laquelle Beethoven lui-même donna le titre des adieux de l'absence et du retour. Nous venons tout à l'heure d'évoquer le nom de Thérèse von Brunswick. C'est elle qui est la voyelle. Vous pensez bien que ces accents de désolation, ces transports de bonheur et cette sorte d'inertie accablée des adieux ne s'adresse pas de la part de Beethoven à l'archiduc Rodolphe. C'est pour elle, c'est elle qui est l'absence. C'est elle pour qui il y a le départ. Alors ça n'est ni un départ solennel, ni un départ triomphal, ni un départ efféminé.